Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch die drei Fragezeichen und der Knochenmann vorstellen von Marco Sonnleitner. Der Band hat von mir 4 Sterne bekommen. Ja, in die drei Fragezeichen und der Knochenmann geht es um eine junge Schneiderin namens Maya, die nach einem Erdbeben am nächsten Tag nicht bei der Arbeit im Camelot-Theater erscheint und ihre Freundin macht sich daraufhin Sorgen, weil Maya Diabetikerin ist. Justus, Peter und Bob fragen die Freundin, wo Maya die Zeit gewesen sein könnte, wo sie zu der Zeit gewesen sein könnte, wo das Beben stattgefunden hat. Und da hat dann die Freundin gesagt, ja, Maya wollte spazieren gehen, um sich Gedanken um ein Rätsel zu machen, weil die Theaterleitung für die Besatzung vom Theater ein Rätsel veranstaltet hat. Und dieses Rätsel hat Maya versucht zu lösen. Es sind 5 verschiedene Punkte, die man eben lösen muss und somit eben da 5 verschiedene Buchstaben zusammenbekommt und eben auf ein, ja, eben auf ein Kennwort, Passwort, auf ein Wort eben kommt. Und damit Maya rausbekommen kann, was das ist, wollte sie eben spazieren gehen. Die drei Fragezeichen machen sich also auf den Weg, wo Maya spazieren war und finden Schnipsel von diesem Rätseltext. Ob sie Maya dort finden oder nicht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Und was es auf einmal mit einem Einbruch in Mayas Wohnung zu tun hat, obwohl der Einbrecher nicht direkt eingebrochen ist, sondern anscheinend einen Schlüssel besessen hat. Das müssen wir natürlich alles selbst lesen. Und was des Rätsels Lösung ist, ob das dann auch zu Maya führt oder nicht, ja, müsst ihr selbst lesen. Ich muss sagen, Knochenmann hat sehr lange auf sich warten lassen. Ich habe mir schon gedacht, so, okay, irgendwann wird doch hoffentlich wirklich ein Skelett dort auftauchen. Ob das jetzt wirklich nun so ist oder nicht, müsst ihr, wie gesagt, selbst lesen. Aber ich denke mal, ihr könnt euch bestimmt denken bei Knochenmann, dass da wirklich jemand auftaucht. Ja, das ist ja ein Buch, also eins der neueren Bücher, was von dem lieben, jetzt muss ich gucken, das Bild hat ein, bin ich der Meinung, war das nicht ein Instagrammer? Der hatte schon immer mal so selbst für, sag ich jetzt mal, der Doppeltgänger, die Perlenvögel und so, hat er schon selbst so Art Fan-Zeichnungen gemacht, wie er das besser wie er das findet. Und seitdem die drei Fragezeichen neue Auflagen hat, darf er auch die Umschläge zeichnen. Der liebe Andi, der macht das auch richtig, richtig toll. Es gibt schöne Illustrationen, also die Bilder finde ich sehr, sehr toll. Ich finde ihn auch wirklich sehr sympathisch. Ich schreibe ab und zu auf Instagram mit ihm. Und ja, also ich schwärme halt. Und wie ihr sehen könnt, hier oben, die drei Fragezeichen, Erbe des Drachens, 23 im Kino. Wenn ihr dieses Video seht, wird auf jeden Fall der Film Erbe des Drachen schon in den Kinos sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieser Film wird. Es gibt ja schon 2 Filme, die auch schon 10, 15 Jahre auf jeden Fall auf dem Buckel haben.
die waren ja damals eben in Amerika verfilmt worden. Und jetzt sind die drei Fragezeichen nach Deutschland gekommen. Also das sind jetzt deutsche Schauspieler. Ich bin so gespannt, wie der Film wird. Vielleicht mache ich dazu eine Filmreview. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe, weil ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, die Charaktere sind diesmal so, wie es so sein soll. Ja, wir werden uns demnächst wiedersehen. Ciao!